Ich bin Jessica, ich bin die Designerin von Sovit und das sind unsere Entwickler Steffen, Arvid und Tobias. Und ihr kennt es ja sicher alle, man hat ein Problem, das kann ein Bildungsproblem sein, Hausaufgaben, Unikram, es kann aber auch was ganz anderes sein, Haushalt, Liebesprobleme. Dann was macht man? Naja, gibt man es halt bei Google ein, man landet in irgendwelchen Foren, da schreibt man dann vielleicht was, aber dann, oh, man hat das vielleicht falsch formuliert oder war dann doch nicht so schlau, wie man dachte, wird man getrollt. Mist. Oder man hat was Persönliches, das will man dann ja doch nicht öffentlich in einem Forum schreiben. Also wollten wir was ganz anderes anbieten, nämlich Solvit. Da kann man ein Problem suchen oder auch selbst ein neues erstellen und dann einen privaten Chat mit jemandem, der ein Experte ist oder sich vielleicht damit auskennt, starten. Und nachdem das Projekt dann gelöst wurde, kann man entscheiden, ob und was man davon öffentlich haben möchte oder nicht. Und ja, die Jungs zeigen euch jetzt, wie das funktioniert. Genau, also man kann anhand von Hashtags durchsuchen. Zum Beispiel Thema Haushalt, gibt es jetzt schon ein Thema, wie backe ich Pfannkuchen? Hat sich jemand gefragt, okay, ich gucke mir das an, ich kann kochen vielleicht, dann kenne ich die Fläche aus. Okay, wie backe ich Pfannkuchen? Das ist ganz grob gehalten. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich will mich damit auseinandersetzen, ich kann das Problem lösen und sage mal, okay, ich will das Problem lösen. So, jetzt wird automatisch der Chat gestartet und ich kann das anfangen. Mit dem Pfeifenjot, der da hinten sitzt, anfangen zu schreiben. Das Ganze läuft über den WebSocket-Server, das heißt, das ist instant, das ist relativ performant, selbst geschrieben und halten. Und da kann man jetzt eben einen Chat aufbauen, kann fragen, was man jetzt machen will, wie das Rezept lautet und kann, wenn es dann tatsächlich gut gelöst wurde, auch sagen, okay, das hat mir geholfen, ich löse das jetzt. Und kann es dann als gelöst markieren, damit dann Nutzer später auch wieder die Lösung finden können und sich dann im Chat angucken, vielleicht selber noch was daraus lernen können. Ja. Gleichzeitig hab noch ein Profil, das heißt, man kann angeben, wenn man spezielle Kompetenzen hat. Bei mir das ist es eher Programmierung. Und wenn jemand jetzt eine Frage einstellt und noch nicht weiß, was er machen will, zum Beispiel irgendwas mit Mathe, hat ein Mathe-Problem oder sagen wir ein PHP-Problem, dann kommt direkt ich. Weil ich sage, ich kenne mich damit aus und er kann sich direkt mit mir in Verbindung setzen oder gleich die Frage öffentlich stellen. Dann kann jeder, der in diese Richtung sucht, das Problem finden und sich damit auseinandersetzen. Das ist auch ein Beispiel für den Chat. Ganz kurz. Und dann halt hier und her schreiben kann und dann das Problem lösen. Aber es gibt ja manchmal. Du kannst Referenz angeben, das habe ich schon angeguckt, aber nee, nicht wirklich. Und kannst so dann eben einen neuen Experten suchen, wo man dann individuell mit ihm dann nur Kontakt hat. Damit es nicht 10 verschiedene Meinungen gibt in einem Gespräch, sondern wirklich nur strukturiert 1:1 und sich mit dem Problem auseinandersetzen kann. Inwiefern ist das jetzt zum Beispiel eine Konkurrenz zu Stack Overflow oder Stack Exchange? Denn Stack Overflow ist ja total explodiert, weil sie halt dieses Reputation-System haben, um hohen Qualitätsstandards zu sichern. Ich glaube, mir fehlt so im Moment der Fokus. Also was wollt ihr denn damit überhaupt bedienen als Markt oder so, der noch da ist? Also ich kenne es von Stack Overflow. Also wenn man ein Problem hat, man landet über Stack Overflow oder ein anderes Forum. Und gerade wenn man jetzt noch ein Anfänger ist, kommt dann spätestens nach 5 Beiträgen, ist doch total simpel, warum machst du das denn so, ist doch total blöd, dann kommen die Fanboys und dann geht das Geflame los. Und diesen Ansatz wollen wir irgendwie vermeiden durch dieses persönliche 1:1 Gespräch, um dann auch den Leuten, die vielleicht sich nicht trauen, mit dem Problem so in die Öffentlichkeit zu gehen, die Chance zu geben, das trocken zu machen und dann zu wissen, okay, Ben, es erfährt sowieso nur einer und dann auch eher einer, der auch wirklich bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen und auch vielleicht helfen kann. Und wenn man die Problemlösung dann abschließt, ist es auch so gedacht, dass man selbst auswählen kann, welcher Teil vom Chat öffentlich sein soll am Ende, was die Lösung sein soll oder ob man den Chat gar nicht öffentlich stellt, das ist dann jedem User freigestellt. Also den Stack Overflow kennen mit dem Fragen. Okay, also habt ihr sozusagen den Fokus auf Anonymisierung und dadurch halt eine geringe Hemmschwelle. Genau. Ich hätte auch eine Frage. Das ist ja jetzt eine 1:1-Beziehung. Das heißt, wenn ich reingehe mit einem Problem, dann kriege ich einen Ansprechpartner, der sich drum kümmert. Habe ich das so richtig verstanden? Also wenn man
eine Frage stellen will und es schon jemanden gibt, der sich auf dem Bereich gut auskennt, kriegt man die Vorschläge. Dann kann man sagen, okay, der hat eine gute Bewertung, den frage ich direkt. Aber ich habe eine 1-zu-1-Beziehung. Das heißt, du bist ausgewählt, ich habe eine Frage, dann kommst du und dann kommunizieren wir. Wenn Sie auch können. Genau. Sie können natürlich auch einstellen, öffentlich, und dann kann jeder das sehen, in dem Bereich sucht. Und kann dann sagen, okay, mit dem kenne ich mich aus, ich biete ihm jetzt an, das Problem zu lösen. Natürlich können mehrere gleichzeitig die Problemlösung machen, aber es gibt immer trotzdem nur eine Einzelaktion. Das heißt, der andere kann nicht sehen, was ich mit dem. Also, okay, dann. Ich habe auch eine Frage, wenn das zum Teil auch privat ist. Was die Motivation für Experten damit zu machen, weil zum Beispiel Stack Overflow oder Quora ist ja halt interessant für Experten, weil sie kriegen da eine Reputation. Gibt es bei uns ja auch Bewertungssysteme. Also, es gibt, man kann danach, wenn man ein Problem gelöst hat, bewerten. Und anhand dessen kann man sich sein Wissen, sein Internet-Fame aufbauen, wie man es ja eigentlich immer der Sinn von solchen Bewertungen ist. Und das wäre so der Ansatz dafür, dass man es dann tatsächlich macht. Geschäftsmodell? Ja. Was ist das Geschäftsmodell? Das Geschäftsmodell ist, wir wollen schüchternen Leuten eine Chance geben, auch gute Lösungen zu finden. Wir sind nicht kommerziell natürlich. Wir wollen schon empfinden können. Ja, man kann ja gucken, wenn es dann tatsächlich eine große Nachfrage gibt, kann man ja in die Kommentare. Aber gerade Education sollte ja frei sein. Okay, vielen Dank.